So, herzlich willkommen zu meinem weiteren Let's Play von BMW Tetra, also von mir, haha. Und zwar machen wir diesmal ein Let's Play über Stronghold 3, frisch gekauft, aus dem Laden, auf dem Computer und jetzt schon in YouTube drinnen. Je nachdem, wann es wieder uploadet, ist aber die Frage. Ansonsten, ja, Dings Trailer haben wir jetzt kaum gemacht, also Vorspann, irgendwas. Weil sie einige beschwert haben. Aber mir war es ehrlich gesagt als blöd, jetzt wieder was machen. Haha. Jo, fangen wir gleich an mit dem Einzelspieler. Also Optionen haben wir schon alles eingestellt. Grafikmäßig. Ich probiere es einmal mit Ultra. Mal schauen, ob es geht mit Fraps. Sondern bei Extracts. Ich schaue nochmal schnell durch, was da alles drin ist. Ah, es lädt. Ah, das ist sicher Internet. WTF. Ich lebe nicht in Deutschland. Na, wurscht, das machen wir auch noch mal. So, fangen wir an mit dem Einzelspiel. Ich hoffe, das mit der Musiklautstärke passt. Spielen wir die. Wir nehmen. Was nehmen wir? Soll ich das Tutorial durchmachen? Schauen wir uns mal das Tutorial an. Vielleicht hat sich ja was verändert. Ich hoffe, dass sich was verändert hat gegenüber von zwar. Eine Sonst. vernünftige So. Entscheidung, my Lord. Dieses Tutorial wird euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um eure Burg zum Laufen zu bringen. Lore. So weiter. Die erste Aufgabe ist es, einen Gurt. Das Mausrad zoomt in die Karte und aus ihr heraus. Ah. Gut, Sire. In eurem Vorratslager befinden sich die Rohstoffe, die eure Burg braucht, um andere Gebäude zu bauen. Klickt auf das Symbol des Vorratslagers. Dann sucht ein flaches, leeres Stück Boden auf der Klasse. Holz wurde automatisch von euren Stadtgütern in euer Vorratslager gebracht. Damit die Burg wirklich erfolgreich wird, brauchen wir Bauern, Sire. Im Moment sind wir unbeliebt und die Instinkte der Bauern sagen ihnen, unsere Burg zu verlassen. Klickt auf das Beliebtheitsfenster. Ah, der Steuersatz hilft uns nicht, Sire. Reduziert den Steuersatz zu keine Steuern. Das wird eure Bauern zurückbringen. Gute Arbeit, mein Lord. Unsere Beliebtheit liegt jetzt im positiven Bereich. Das heißt, Bauern werden zu unserer Burg kommen. Je höher unsere Beliebtheit, desto schneller werden sie kommen. Wir können unsere Beliebtheit weiter erhöhen, Sire, wenn wir unseren Bauern Nahrung geben. Klickt auf das Symbol der Nahrung. Menschen kommen auf zur das Burg. Symbol des Kornspeichers, Sire. Dann sucht einen leeren Ort. Und ah, so kann es dran. Erneut, um ihn zu also, Mausrad drehen ist gleichzeitig drehen. Gefühle für euch, so, drehen wir da um. Ausgezeichnet. Im Kornspeicher sind jetzt die Startgüter. Jetzt können wir unsere Bauern richtig motivieren, indem wir ihnen großzügige Rationen geben. Stellt die Rationsstufe in der Beliebtheitssteuerung auf normal ein, Sire. Sehr gut. Jetzt sitzen einige Arbeiter um das Lagerfeuer herum, die auf Befehle warten. Geben wir ihnen. Jetzt klickt auf das Holzfällerlager und baut zwei Lager in der Nähe der Bäume. Wenn ihr Aha. seid, könnt ihr mit der rechten Maustaste klicken, um mit dem Platzieren von Gebäuden. Schön. Das hat sich ein bisschen geändert. Seht ihr, wie aus den faulen Bauern Holzfäller geworden sind? Das ist gut so. An die Arbeit. In der Regel viel Holz benötigt, um ein Dorf. Es gibt ein Problem gleich um die Ecke, Sire. Klickt auf den Kornspeicher, den ihr vor. Das Problem mit der Ernährung unserer Bauern, Sire, ist, dass unsere Nahrungsmittelvorräte schwinden. Na. Wir könnten unsere Rationsstufe verkleinern. Mail. Oder ein paar Äpfel kaufen. Aber ich schlage vor, dass wir beginnen, um aber auf das Baumenü zugreifen zu können, müssen wir zuerst den Kornspeicherbericht schließen. Mach das jetzt, indem wir mit der linken Maustaste. Gut. Lasst uns jetzt unsere Obstgärten zum Laufen bringen. Klickt auf das Symbol Nahrungsgebäude und platziert drei Obstgärten. Tun wir uns ein bisschen spüren. Atmen wir so hin.
Anderen tun wir so hin. Und dann an so hin. Gut gemacht, Sire. Unser Kornspeicher wird sich bald beklickt auf das Symbol Stadtgebäude. Eigentlich müsste ich das hier alles sagen. Beachtet, wie der zusätzliche Wohnraum sich ändert, je weiter ihr das Gehöft vom Bergfried entfernt. Die Bauern wollen so nah wie möglich bei euch leben, Sire. Oh mein Gott. So nah wie möglich. Geht's das? Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Nicht genug Holz, my Lord. Ah, Holz brauchen wir. Aber jetzt ein bisschen schneller. Fahren Säcke da. Wollen die Sachen nicht nur Dingens drehen? Die Sachen nur Dingens, ja. In die Videos und Screenshots nicht nur die normalen vom Stronghold 2? Jetzt haben wir es abgebrochen, oder? Doch nicht. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Good, Sire. So. Ihr seid ein Genie, my Lord. Ihr habt das Bevölkerungsproblem gelöst. Natürlich werden mit mehr Bauern unsere Apfelvorräte schneller abnehmen. Klickt auf das Symbol Militärgebäude. Ich lasse das nicht immer ganz abspülen, weil ich will das nur schnell durchgehen, dass ich noch in die Kampagne keinen Scheiß aufführen. Die will ich eigentlich nur die Kampagne sagen, aber ja, tut mal weiter. Schaut irgendwie da alles noch so. Keine Waffen hergestellt Hui. Wurden, können wir unsere Bauern nur mit Hui. Einfachen landwirtschaftlichen Geräten bewaffnen. Klickt jetzt und erstellt 5 bewaffnete Bauernseile. Nee, wenn der andere da ist. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Gut, gut. Auf die Füße. Was hat denn der für Waffen? Ist das landwirtschaftlich oder was? Da hinten ist das eins noch, das ist das vordere Bettsche. Das ist ein Holzprägel mit Nägel. Landwirtschaftlich, alles klar. Also der. Gut, gut. Der schaut aus wie irgend so ein reicher Adliger. Hat eine Schaufel in der Hand. Was will jetzt von mir? Also da weiter. Also der. Der hat eine Maisgabel. Also gut. So, jetzt können wir gleich Straßenbau geben, wenn wir noch ein anderes Werkzeug kriegen. Gut. Gerade rechtzeitig sein. Was ist? Also. Diese Wendung der Ereignisse hat einen großen Einfluss auf die Beliebtheit unserer Burg. Attacke! 5 Stunden später. Klasse. Alter, lauft's, ihr Bitch. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Töten wir diesen Wolf. Klasse! Also los. Dann klickt mit der rechten Maustaste auf die Karte, um eure ausgewählten Truppen zu dem markierten Bereich zu bewegen. Geil, die Wölfe haben sogar einen eigenen Banner. Das sind gescheite Wölfe. Gut, Sire. Jetzt sind unsere Männer in Reichweite. Klickt mit der rechten Maustaste auf den Wolf, damit unsere Männer ihn angreifen, mein Lord. Welch Kriegsschrei. 5 Bauern gegen einen Wolfstabber. Sie schleichen sich an. Die Menschen hegen Wolf attackiert. Wolf führt. Wolf hat einen down. Gut Wolf gemacht, down. Sire. Ich kann sehen, dass ihr der geborene Anführer seid. Der faule Hund hat sie rumbringen lassen. Sire, ich glaube, meine Arbeit hier ist getan und das Tutorial ist beendet. Möchtet ihr hier noch eine Tutorial. Weile weitermachen? Na. So. Erste Mission erfüllt. Ich glaube, doch. Na. Buh, wir sind so gut. So, aber jetzt da, Militärkampagne. Vor 10 Jahren wäre ich ein guter König, ein gerechter Herrscher für diese Länder gewesen. Dann tötete er mich. Damals wäre ich ein guter König gewesen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Heute bringe ich vielleicht Leid über diese Länder.
Ich habe Verbündete versammelt. Die Söhne meiner alten Landsleute, Ratte und Schwein. Und den Schakal, den mir die Männer schickten, die meine Knochen halten. Wir werden dieses Land zurückerobern. Stück für Stück, Körper für Körper. Aber am wichtigsten ist der Junge. Er kennt mich nicht. Weiß nicht, dass ich lebe. Er wird erst wissen, dass ich ihn holen komme, wenn es zu spät ist. Muahahaha. Hat jetzt passt. Zeit zu gehen, was haben wir da alles? Also, hören wir weiter. Sie weckten mich in der Nacht. Ich hatte geträumt, alles sei vorbei, dass es vielleicht nie wieder Krieg geben würde. Der Schakal ist hier, sagten sie. Wir wussten nicht, was er wollte. Er griff in der Nacht an, ohne Vorwarnung, ohne Ehre. Es kümmerte ihn nicht, wen er tötete. Ich musste Lady Catherine retten, sie zu ihrem Bruder, dem König, zurückbringen. Es gab nur einen Ausweg, und zwar durch die Truppen des Schakals. Ich kämpfte um unsere Nähe. Wenn wir heute Abend flüchten, können wir ein andermal gegen den Schakal kämpfen. Uns an ihm rächen. Wenn wir scheitern, ist das ganze Land dem Untergang geweiht. Im Schutz der Dunkelheit hat der Schakal überraschend eure Burg belagert. Die Burg ist bereits verloren. Eure wichtigste Aufgabe ist es nun, die jüngere Schwester des Königs zu retten. Ihr müsst euren Weg aus der Burg finden und mit der jungen Prinzessin flussaufwärts flüchten. Warum muss immer irgend so ein Scheiß anfangen mit irgendwas verteidigen? Hinweise ist erst durch, wenn ich es beim ersten Mal nicht schaffe. So, jetzt kommt der große Test. Wir müssen Lady Catherine finden und in Sicherheit bringen. Befehle? Erwarte Befehle! Bereit, Sir. Wählt den Lock aus. Das seid übrigens ihr, indem ihr einen Rahmen um ihn zieht. Dann klickt mit der rechten Maustaste auf die Karte, um die Burg zu finden. Wir müssen dringend Lady Catherine finden. Los an den Wall! Wir kämpfen tapfer. Für Ruhm und Ehre! Ein Quest-Symbol! Wo belogert denn da irgendwer was? It looks noch leicht. Bereit! Los an den Wall! Was ist das? Aha. Die Menschen schätzen euch sehr, my Lord. Ja.